Perlen vor die Säue, dachte Paul Klee am 1. April 1925, an dem Tag, an dem die sehr fortschrittliche Kunstschule Bauhaus in Weimar geschlossen wurde. Kennst du das Sprichwort Perlen vor die Säue? Es bedeutet, dass man jemanden etwas Wertvolles anbietet, der es nicht zu schätzen weiß. Paul Klee war damals seit 4 Jahren Lehrer an der berühmten Kunstschule. Das Bauhaus war so zukunftsorientiert und modern, dass einige Politiker in Weimar es nicht gut hießen, was dort alles Neues erfunden wurde. Sie verboten die Schule einfach. Perlen vor die Säue, ärgerte sich also Paul vorm Spiegel seines Badezimmers. Er hatte sich gerade sein Vollbart abrasiert. Dabei fielen ihm einige Sätze aus einem seiner Lieblingsgedichte von Christian Morgenstern ein. 3 Säue taten um ein Huhn in einem Korb zusammenruhen. Dies Dreieck nahm ein Mann aufs Ziel. Vielleicht war's auch ein Weib gleich viel. Oh nein, er oder sie warf Perlen vor das schnöde Vieh. Die Säue schlossen trägt die Lider. Das Huhn indessen still und bieder erhob sich ohne Hast und Zorn und fraß die Perlen auf wie Korn. Dieses Gedicht zusammen mit seinem Spiegelbild ohne Bart haben Paul Klee zu seinem Bild Monsieur Perlenschwein inspiriert. Monsieur ist französisch und bedeutet Herr, also eigentlich Herr Perlenschwein. Manche sagen, Klee habe sich in diesem Bild selbst gemalt. Gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man genauer überlegt, wie er sich zu dieser Zeit gefühlt haben mag. Alles, was er als Künstler geschaffen und seinen Schülerinnen und Schülern beigebracht hat, war für ihn so kostbar wie wertvolle Perlen. Doch die Politiker in Weimar hatten kein Interesse an seinen Perlen, also an seiner Arbeit am Bauhaus. Für Paul Klee hatte das Schwein noch eine andere Bedeutung. Er interessierte sich sehr für das alte Ägypten. Dort war das Schwein der Göttin Isis geweiht. Sie ist die Göttin von Leben und Tod, aber auch der Magie und des Wandels. Paul Klee war sehr am Wandel interessiert, vor allem an der Veränderlichkeit von Formen. Er hatte zum Beispiel beobachtet, dass ein Quadrat anders wirkt, wenn es auf einer Spitze steht. Alle Formen kann man verändern. Zum Beispiel ein Quadrat. Es trägt, indem es sich öffnet, große und kleine gerade Linien bei, aus denen sich zum Beispiel Dreiecke formen können. Paul Klee hat viel ausprobiert. Für Monsieur Perlenschwein hat er Schablonen benutzt und darüber ganz fein Farbe gesprüht. Jetzt bist du dran. Sprühe dein eigenes Bild. Vielleicht hast du auch ein Lieblingsgedicht, das dich inspiriert. Mach's wie Paul Klee. Du brauchst einen Stift, eine Schere, Wasserfarbe, einen Pinsel, ein altes Glas und eine oder mehrere Sprühflaschen. Du kannst zum Beispiel leere Glasreinigerflaschen benutzen. Du kannst auch einen Borstenpinsel oder eine alte Zahnbürste verwenden. 2 Bögen Papier, einen Karton oder eine Kiste als Unterlage. Ein Lineal und Gegenstände zum Umranden können dir dabei helfen, Schablonen für dein Bild anzufertigen. Zeichne mit dem Stift ein lustiges Gesicht aus einfachen Formen auf ein Blatt Papier. Du kannst Quadrate, Dreiecke, Rechtecke, erfundene geometrische Formen oder Wellen verwenden. Kreise kannst du gut zeichnen, wenn du hierfür zum Beispiel ein Glas oder die Löcher deiner Schere umrandest. Schneide nun die gezeichneten Teile vorsichtig aus. Augen, Nase und Mund kannst du gut herausschneiden, wenn du das Papier erst an diesen Stellen faltest und dann hier hineinschneidest. So bleiben alle Teile ganz. Hebe die Papierreste und Schnipsel auf. Die kannst du später noch benutzen. Jetzt hast du alle Schablonen für dein Spritzbild. Suche dir einen Ort, an dem man gut mit Wasserfarbe arbeiten kann, denn es wird ganz schön spritzen. Zum Beispiel in der Bade- oder Duschwanne, dem Garten oder in der Küchenspüle. Stelle den Karton oder die Kiste mit der geschlossenen unteren Seite nach oben und lege ein weißes Blatt darauf. Jetzt kannst du deine ausgeschnittenen Schablonen auf das neue Blatt legen. Schiebe sie hin und her und probiere aus, was dir gut gefällt. Du kannst zum Beispiel Mund und Nase vertauschen, Teile weglassen oder auch die übrig gebliebenen Schnipsel hinzufügen. Jetzt wird gesprüht. Rühre dir zuerst eine Farbe an,
Das geht gut mit einem Pinsel, den du in die Farbe tunkst und dann immer wieder in einem Glas mit Wasser auswäschst, bis das Wasser stark eingefärbt ist. Dann fülle das Farbwasser in deine Sprühflasche. Jetzt sprühe die Farbe auf dein Bild. Halte die Flasche dafür möglichst gerade. Bei mehreren Flaschen kannst du gleichzeitig unterschiedliche Farben auftragen. Wenn du einen Borstenpinsel oder eine Zahnbürste benutzt, tunke sie in die Farbe, halte sie über das Bild und streife mit dem Finger über Pinsel oder Bürste. So entstehen größere Spritzer auf deinem Bild. Auf diese Art kannst du nicht nur Gesichter, sondern viele verschiedene Motive gestalten. Probiere es einfach, so wie Paul Klee.